möchte ihn am liebsten ja würgen vielleicht. Aber vielleicht habe ich ja nur das Kinn. Dann mache ich halt hier wiederum Kinn. Aber vielleicht habe ich ja auch nur hier. Vielleicht habe ich sogar nur hier. Aber ist Horror. Ja. Vor allem wenn es richtig, wenn du hier richtig festdrückst, es macht dir dann nicht an, hast du ja Nase gespürt. Ja. Wenn du noch fester aushalten willst, dann drückt es dir ins Auge und in, hier in den Orbitalboden. Dann kriegst du das Gefühl, dass die Mitte deines Gesichtes brechen wird, was sie auch kann. Und ich sag dir, die abgebrühtesten Typen tappen. Ich lasse mich vielleicht ohnmächtig würgen, wenn ein Schiedsrichter da ist und ich weiß, ich mache nur ein kleines Schläfchen. Aber das Gesicht zerbrechen lassen oder Kiefer, das macht keiner. Man kann nur sie Champion, das macht niemand. Die tappen einfach alle. Und egal, wie du vor dir hast, der verliert die Lust am Kämpfen sofort. Drum, sehr schön, Chinta. Eine Frage war auch noch wegen Ohnmacht. Diese Techniken können im Allgemeinen als sehr sicher betrachtet werden. Die Leute wachen wieder auf. Es ist in modernen Jiu-Jitsu hat es ganz wenige Fälle gegeben, die dann weltweit Furore gemacht haben, wo jemand eine bleibende Verletzung davon getragen hat oder nicht mehr aufgewacht ist. Und das war dann in dem einen Fall, wo ich mich erinnere, der hatte einen bestehenden Blutklumpen hier. Und durch einen Würger hat sich's gelöst. Und das war's dann halt. Ja, in meiner Weltsicht ist das halt. Kann eh passieren. Sich auch so viel zu machen. Ein Bekannter von mir ist auf dem Klo gestorben. Er hat gedrückt und dann.